Arme. Danke. So. Und das hier, das klingt nach einem Krimi. Aus einem Restaurant in der Recklinghäuser Innenstadt werden in einer Nacht- und Nebelaktion Bilder gestohlen. Richtig große Kunstwerke, diese hier. 14 Tage ist das jetzt genau her und von den Bildern gibt es bis jetzt überhaupt gar keine Spur. Gemalt hat die der Künstler Marcel Kurzig aus Castrop-Rauxel. Seine Bilder sind unverwechselbar. Große, farbenfrohe Porträts von berühmten Persönlichkeiten. Mit deren Biografie beschäftigt sich Marcel Kurzig intensiv, bevor er sie malt. Seine Werke sollen die Facetten der Person zeigen. Mehrere Monate arbeitet er an den Bildern und mehrere tausend Euro kostet so ein Werk. Dass sie aber einfach so geklaut werden, daran hätte der 50-Jährige nie geglaubt. Ich könnte natürlich kotzen. Es ist eben halt so, für den Albert Einstein gab es eben halt schon Interessenten und ich hätte ganz gerne die Bilder auch verkauft. Und so ist das natürlich jetzt doof. Neben Albert Einstein sind auch Ernest Hemingway, Sean Connery und Klaus Kinski verschwunden. Die vier Leihgaben hingen bis zum 18. Oktober in dieser Sushi-Bar in der Recklinghäuser Innenstadt. Jetzt sind dort die Wände leer. Nur Pippi Langstrumpf haben die Diebe hängen lassen. Seit 2018 stellt Marcel Kurzig seine Bilder in diesem Restaurant aus. Inhaber Wladimir Pasta glaubt nicht an einen Zufallsklau. Wertgegenstände haben wir hier en masse. Mehrere iPads, die sonst als Kasse dienen, wurden gar nicht angerührt. Ein Kassensystem-iPad wurde mitgenommen, aus der Halterung sozusagen. Und halt die Bilder. Ich habe da keine Idee, wer auf die Idee kommt, aber anscheinend hat derjenige ein großes Interesse, das vielleicht mal im Keller zu verstecken für die nächsten Jahre und vielleicht das große Geld zu machen irgendwann, ich weiß es nicht. Zudem haben die Täter kaum Spuren hinterlassen. Das macht es auch für die Polizei schwierig, die nach wie vor auf Zeugen für den 18. Oktober hofft. Die Tatzeit erstreckt sich so von ungefähr Montagabend, 22:45 Uhr, also 23.15 Uhr bis zum nächsten Morgen, 21:45 Uhr. Wir gehen davon aus und können es nicht ausschließen, dass der oder die Täter mit einem Fahrzeug vielleicht entweder vor Ort waren oder in der Nähe vom Tatort, weil die Wandgemälde doch schon eine recht enorme Größe hatten, ne, vom Schnitt von 1,40 bis 2 Meter. Vier Stück, die kann man nicht so mal eben durch die Stadt tragen. Das würde wahrscheinlich auffallen. Die Bilder waren nicht versichert. Deshalb ist Marcel Kurzig jetzt vorsichtig geworden. Damit hier trotzdem wieder Farbe an die Wände kommt, sind die neuen Bilder ausschließlich Kunstdrucke und keine Originale mehr.